Hallo liebe Genuss- und Bierfreunde, ich grüße euch hier der Rumpelschrat mit einem neuen Biertest. Und zwar heute bewegen wir uns mal wieder in Bayern bei einer doch recht bekannten Brauerei. Ich sag nur Franziskaner, die bringen nämlich auch das legendäre Spatenbier raus. So, und wenn ihr jetzt denkt, hör, am Titel schon erkannt, was ist los? Ja, Spaten haben wir natürlich schon probiert, ne? Nicht nur das helle, auch das Oktoberfestbier, aber die haben auch ein alkoholfreies und das passt ja ganz gut. Wir testen ja immer noch die alkoholfreien in diesem Jahr und aus dem Grund wollen wir natürlich auch das Spaten alkoholfrei testen und es war sogar ein Zuschauerwunsch gewesen, weil wohl das Spaten, aber auch das Augustiner wohl dieses Jahr ganz besonders gut sein sollen. In der alkoholfreien Variante. Augustiner alkoholfrei habe ich noch nicht beziehen können, aber das Spaten. So, und da haben wir es auch schon. Alkoholfrei im Blau steht drauf. Wieder klassisch hier, ne? So diese Euroflasche drin. Spaten, Franziskanerbräu müsste es sein. Ja, Wassergersten, Malz, Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. Ist kein 0%iges, sondern 0,5. Und ja, ansonsten von der Aufmachung her so ganz normal, wie man es kennt. Spaten München. Und hier oben auch mit der Kapsel, hat einen eigenen Druck abbekommen, steht auch nochmal alkoholfrei drauf. Ja, sind wir mal gespannt. Spaten ist immer so eine Sache, auch beim Oktoberfestbier, das war immer so ein Mittelkandidat gewesen. Ne? Irgendwie so, man schmeckt schon so raus, so, da ist schon so eine Seelencharakter drin. Aber bisher ist immer noch nicht so wirklich auf Platz 1 gewesen. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier das Alkoholfreie so zu bieten hat. So, ich werde einfach mal aufmachen und dann gucken wir mal, zack, was wir haben. So, das packen wir weg und dann schenken wir uns das nämlich auch gleich mal ein. Also erstmal Entspannungsverdampfung kommt schon mal raus und ich lasse einfach mal laufen. Mach mal so einen mittleren Einschank, könnt ihr gut erkennen, ja. Ach, ich liebe das hier so mit der Bewegungsfreiheit, das finde ich irgendwie toll. So, gut, dann gucken wir uns das mal an, was wir da haben. Ja, ist ein Bier, gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, finde ich schon mal gut. Von der Blume her kriegen wir locker zwei fingerbreite Blume raus. Und wenn ich hier so ein bisschen schwenke, sehen wir auch schon, das bleibt auch schön, von den Lamellen an der Glaswand haften, ist also schon mal nicht schlecht. Sieht schon mal appetitlich aus. Ja, auch ein bisschen Perlange ist drin, perlt schön ab, ne? Gibt immer so ein bisschen spritzigen Charakter, zumindest von der Optik und von der Ästhetik her. Und ansonsten, ja, sieht es auch nicht verwässert oder so aus, ne? Schaut mal selbst. Sieht doch erstmal recht solide und ordentlich aus. Aber da haben wir ja festgestellt, dass die Alkoholfreien da wirklich ja, angezogen haben in den letzten 20 Jahren. Und das ist natürlich auch hier zu erwarten gewesen. Ne? Also das ist schon, denke ich, logisch. Ja, Optik, Ästhetik, Freunde, ich kann da nichts kritisieren. Ich finde, das sieht gut aus, es sieht appetitlich aus. Deswegen 5 von 5, / 6 möglichen Punkten, das ist es mir auf jeden Fall wert. So, dann schnuppern wir mal an. Ich bin gespannt, was für eine Zuckerbombe wieder auf uns zukommt. Also mal schauen. Ja, nichts anderes habe ich erwartet. Bin ich froh, dass ich wieder mit Alkohol trinke, Freunde. Das ist auch der Geruch hier schon alleine. Also, der lässt böses Erinnerungen ja, aufkommen. Da hatte ich mal wirklich eine Zeit lang keinen Bock mehr auf Bier mit den Alkoholfreien. Ich meine, es hält sich jetzt vom Bouquet her noch in Grenzen. Also, es ist schon diese lieblichen Malzkörper-Nuancen, die einen da in die Nase aufsteigen. Das merkst du auch wirklich. Aber es geht noch, es geht auch schlimmer. Aber so angenehm. Ich würde sagen, probieren wir, oder? Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, Genusstemperatur liegt ja zwischen 7 und 8 Grad etwa. Okay. Oh. Oh. Okay. Ich habe das Oktoberfestbier noch nicht getrunken dieses Jahr, aber das lässt ja hoffen, Mensch. Oh. Okay. Erstaunlich.
Time for Magic. Fangen wir mal an. Womit haben wir es zu tun? Gemütlich oder dynamisch? Also ich sage mal, hier haben wir es wirklich eher mit einem Hybriden zu tun. Die ersten ein, zwei Flaschen wirst du sicherlich gut gekühlt recht zügig wegtrinken können, weil das ist schon so recht erfrischend. Aber würde ich nicht empfehlen wollen. Ich würde empfehlen, dieses Spaten alkoholfrei wirklich auch als gemütliches Bier zu behandeln, sprich ein bisschen länger im Mundraum behalten, wieder ein bisschen Temperatur anziehen lassen, weil dann kommt wirklich dieser Belohnungs-Aha-Surprise-Effekt auf dich zu, den du dankend annehmen wirst. Da bin ich ziemlich sicher. Warum, kann ich euch sagen. Erstmal finde ich die Textur von diesem Bier, vom Spaten alkoholfrei, sehr. Ich erinnere mich sofort an mein hochgeschätztes Patronus alkoholfreie Weißbier, ja, diese Geschichte gebrannte Mandeln. Von der Textur her ähnelt sich das wirklich sehr, sehr stark. Du hast hier diese saftige, cremige Konsistenz, die wirklich auch ein bisschen Temperatur verträgt, und dann hast du wirklich so einen Biersaft, ja. Das liebe ich. Das ist schon wirklich so auf Weißbierniveau. Wer das weiß, was ich meine, ne? Das ist ja auch so ein bisschen saftiger. Das macht richtig Spaß. Das macht wirklich richtig Spaß im Mund zu haben. Das macht Spaß runterzuschlucken. Das geht runter wie Öl. Richtig weich, richtig angenehm. Macht Spaß zu trinken. Ich kann mich da nur wiederholen. So viel von der Textur. Und jetzt wirst du aber noch belohnt, auch im Aroma, weil es ist süß. Da machen wir uns mal nichts vor. Wenn das ein Pilzbier sein will oder ein helles, dann ist das wirklich extrem süß. Aber angenehm süß. Das ist so ein schöner karamelliger Malzkörper, so ein schöner Karamellbonbon, der irgendwie aufgelöst ist in Wasser. Dann hast du noch ein bisschen was Zählerales, so ein bisschen Getreidigkeit mit drauf. Das ergänzt sich prima, ist richtig geil ausbalanciert, richtig schön eingebunden, sodass das Gesamtkonzept von diesem Bier wirklich stimmig erscheint. Und deswegen auch hier macht es auch geschmacklich Spaß zu trinken, weil diesen Geschmack auf der Zunge, der ist wirklich gut. Und da unterscheidet sich dieses Bier tatsächlich auch von vielen, vielen anderen alkoholfreien, die wir getestet haben. Und das hier kommt tatsächlich mit so in den oberen Bereich rein, also so schon in die Oberliga. Ich weiß nicht, aber ich würde schon fast sagen, wir gehen da so ein bisschen sogar in die Top-10-Liste mit rein. Ja, ich bin ja gerade dabei, noch so alles zu erstellen. Ende des Jahres soll es ja soweit sein. Dann präsentiere ich euch die fertige Liste, die Top-10-Liste. Und ich will mir das noch mal kurz ein bisschen hier einschenken, weil da will ich mir noch mal gleich mit der Bewertung sicher sein. Aber ich mag das, Freunde. Das ist so, das ist schon wirklich, wo ich sage, wow, das ist schon. So als eigener Bierstil oder so, ohne Alkohol, das ist schon geil. Also ich würde dieses Bier nicht zu kalt trinken. Das verträgt Temperatur. Und du merkst auch dieser Malzkörper, ja, da spielt sich eine ganze Menge im vorderen Bereich ab. Da hast du richtig geil sowas Süßes, sowas Karamelliges, das finde ich gut. Und vor allen Dingen mit der Getreidigkeit zusammen. Ein schöner langer Nachhall, auch wenn du es runterschluckst, ja, dann merkst du auch noch, das war ja auch so ein Zeichen von extrem guter Qualität, ne? Dass wenn du runterschluckst, du auch noch im Nachhall den Biergeschmack auf der Zunge hast. Also auch hier, das ist gut gelöst. Ich weiß natürlich nicht, was es für ein Bier sein möchte. Ich vermute mal ein helles Lager, sowas in diese Richtung geht das rein. Das ist ja nicht auf Pilzbierniveau, das heißt, Hopfung darf man jetzt auch nicht erwarten, das ist logisch. Würde auch unstimmig sein, würde glaube ich gar nicht reinpassen, wenn das hier zu viel. Ja, gehopft werden würde, dass man wirklich diese Herbe dann noch auf der Zunge hat, das würde unpassend sein. Aber auch Fruchtigkeit würde ich hier in diesem Falle wirklich sehr unpassend finden, obwohl ich Fruchtigkeit im Bier wirklich zu schätzen weiß und liebe. Aber in diesem hier, das ist schon, das ist eine Linie, das ist stimmig, das ist so, das zieht sich so lieblich getreidig bis nach hinten. Und das zeichnet dieses Bier hier aus. Absolut, Freunde, absolut. Bin ich mir sicher von der Bewertung. Ich gebe 5 von 5 Schrägstrich 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Tendenz tatsächlich zu einer Krone-Bewertung hin. Meiner Meinung nach, so wie ich es jetzt hier oben im Keribrum drin habe, würde ich fast tendieren, das mit in die Top-10-Liste aufzunehmen. Würde mich nicht wundern, wenn wir Ende des Jahres dieses Bier in der Top-10-Liste dann wiederfinden werden. Und ja, dann erinnert man sich natürlich gerne zurück. Das war es mit diesem Biertest gewesen. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Wir sehen uns gleich im nächsten Biertest wieder. Ihr wahrscheinlich erst Ende der Woche. Bis dahin, tschüss, der Rumpelschrat.